Ich habe einen Facebook-Account. Man kann über mich vieles erfahren, glücklicherweise nicht alles, weil ich finde, manches muss auch im Internet privat bleiben. Es ist quasi der Dauerspeicherplatz ein Leben lang und da sollte man sich schon bewusst auch überlegen, was man von sich preisgibt. Aber letztlich interessieren die Leute nicht nur politische Ideen, sondern natürlich auch der Mensch hinter dem Politiker und insofern ein bisschen menscheln tut es auch in meinem Facebook-Account. Ich habe so eine Fanpage, die ich halb-halb selbst betreue. Also ich habe natürlich auch einen Mitarbeiter, der sich da kümmert, der Kommunikation studiert, der das auch alles ein bisschen vorbereitet und einstellt, weil der zeitliche Aufwand einfach so enorm hoch ist, dass man das nicht alleine stemmen kann. Und seit Beginn diesen Jahres twitter ich auch und das Ganze auf Empfehlungen von Presse- und Fernsehleuten, die gesagt hat, die schauen da schon rein. Ich poste in der Tat unterschiedliche Dinge auf meinem privaten Profil und auf dem öffentlich einsehbaren Profil. Aber auch auf dem öffentlichen Profil kann man das ein oder andere persönliche erfahren. Also ich nutze das nicht nur als Kommunikationskanal, um sozusagen Pressestatements abzugeben. Mich gibt es nur einmal, wobei ich das schon häufiger überlegt habe, ob es Sinn macht, eine eigene sogenannte Fanpage zu machen. Ich glaube aber, dass solange ich es noch selbst betreuen kann, es durchaus Sinn macht, dann auch einen privaten Account zu haben. Letztlich muss das jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, es ist wichtig, als Politiker zu begreifen, neue Medien sind ein Weg, politisch zu kommunizieren, politischen Dialog zu pflegen, aber man muss sich auch um die kümmern, die sich das Internet ausdrucken. Ich denke, die sozialen Netzwerke sind eine sehr gute Ergänzung für diese klassische Kommunikation, werden sie aber keinesfalls komplett ersetzen. Also nochmal, wir haben keine virtuellen Parteimitglieder, sondern wir haben natürlich richtige Menschen und die wollen immer noch einen Stammtisch haben und nicht nur über Facebook oder über Twitter betreut werden. Ein Ergebnis gibt es, glaube ich, und das ist, dass diejenigen Entscheidungsträger auch im Deutschen Bundestag, die bisher nicht erkannt haben, wie wichtig Netzpolitik ist, an dem Thema nicht mehr vorbeikommen. Selbst wenn sie gerne würden. Das Thema steht jetzt einfach auf der Tagesordnung, ob jetzt die Demonstrationen gegen das ACTA-Abkommen oder andere gesellschaftliche Debatten, die wir führen, immer wieder schwingt dieses Thema mit. Auch bei ACTA geht es ja nicht nur um netzpolitische Fragen, aber eben auch. Und so müssen die Fachpolitiker auch der anderen Ressorts immer stärker sich fragen, was bedeutet zum Beispiel das Thema Bildung und Forschung auch unter netzpolitischen Gesichtspunkten. Und das hat sich schon verändert in den letzten 2 Jahren.